Herzlich willkommen. Wir wollen euch heute etwas über das FSJ und den BFD Kultur bei der Stadt Minden erzählen. Es gibt 4 Kulturinstitute, bei denen ihr arbeiten könnt. Das ist einmal das Mindener Museum, die Stadtbibliothek, das Stadttheater und das Kulturbüro. Zuerst wollen wir uns kurz bei euch vorstellen und damit unser Gast Bernd Breuer von der LAG euch etwas über das FSJ und den BFD im Allgemeinen erzählen. Dann gehen wir auf die einzelnen Einsatzstellen noch genauer ein und auf unsere persönlichen Eindrücke und Erfahrungen im FSJ und BFD. Hi, ich bin Lotte, ich bin die derzeitige FSJlerin im Mindener Museum und ich bin 19 Jahre alt. Hallo, ich bin Francesca, ich mache mein FSJ in der Stadtbibliothek Minden und ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Moritz, ich bin 20 Jahre alt und mache einen Bundesfreiwilligendienst im Stadttheater im Bereich Theaterpädagogik. Hallo, ich bin Jakob, ich bin 18 und ich bin ebenfalls in der Theaterpädagogik. Aber dieses Jahr ist es eine Ausnahme, dass wir auch wirklich 2 Buftis in der Theaterpädagogik sind. Hallo, ich bin Elisa und ich mache mein FSJ im Kulturbüro und ich bin 19 Jahre alt. Dann begrüßen wir jetzt Bernd Breuer. Bernd, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir würden dir jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen über das FSJ und den BFD. Hallo, mein Name ist Bernd Breuer. Ich bin Bildungsreferent bei der Seminargruppe 3 bei der LAG, Arbeit, Bildung und Kultur NRW e.V. und ich betreue die Region Ostwestfalen-Lippe im FSJ Kultur NRW. Zunächst, was ist die LAG? LAG ist die Abkürzung für Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Bildung und Kultur NRW e.V. und das ist eine Vereinigung, die zur Bildung außerschulischer Kompetenzen gegründet wurde. Das heißt, in der Schule haben Lehrer festgestellt, schon in der Nachkriegszeit, dass zu wenig Zeit bleibt, um kulturelle Bildung zu machen. Das heißt Theater, Malerei, Schriftstellerei und so weiter und so weiter. Hielten das aber für sehr wichtig und haben deswegen die LAG gegründet, in der sich Jugendliche und Kinder neben der Schule kulturell weiterbilden konnten. So, diese LAG wurde dann später ist ein anerkannter Bildungsträger im Bereich Kultur und wurde dann später damit beauftragt, das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur in NRW durchzuführen. Mein Job bei der LAG ist, wir haben ca. 300 Freiwillige pro Jahrgang im Kulturbereich, die also bei Theatern, in Bibliotheken, bei Orchestern, in Museen und so weiter arbeiten. Das heißt bei allen möglichen Kulturinstitutionen des Landes NRW. Und die sind in sogenannte Regionalgruppen aufgeteilt und ich bin für eine Gruppe verantwortlich. Das heißt, das sind so circa 40 bis 50 Leute pro Jahrgang aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Und im Prinzip bin ich für die kompletten administrativen Abläufe und vor allem auch für die Bildung dieser 40 bis 50 Menschen verantwortlich. Dazu gibt es gesetzliche Auflagen, ein sogenanntes Freiwilligengesetz. Da steht genau drin, wie viele Bildungstage pro Jahr abgeleistet werden müssen. Das gehört also zu diesem Freiwilligendienst dazu. Und meine Aufgabe ist es, mit der Unterstützung des Teams und unseres Teams und einer Seminarassistentin genau mich um diese Belange zu kümmern. Das heißt, um die administrativen Anteile, die im FSJ anfallen, also im Freiwilligen Sozialen Jahr, und auch um die Bildungsanteile. Diese Bildungsanteile sind mindestens 4-mal im Jahr fahren wir auf eine sogenannte Seminarwoche. Und in dieser Seminarwoche treffen sich alle Menschen aus der Seminargruppe, aus der Region in einem Bildungshaus und erleben da eine Bildungswoche, die wir vorher für diese Menschen organisiert haben. Ja, was ist ein FSJ Kultur? Ein FSJ Kultur ist eine Möglichkeit für junge Menschen nach ihrer Ausbildung oder nach ihrer schulischen Ausbildung, je nachdem, wo es am besten passt, ein Jahr
Berufsvorbereitung im Kulturbereich zu machen. Das heißt, ihre Arbeitskraft, der Gesellschaft, der Menschen in Deutschland zur Verfügung zu stellen und in Kulturinstitutionen zu arbeiten und diese Kulturinstitutionen kennenzulernen im Spannungsfeld zwischen Schule und Bildung und späterem Job. Das heißt, man kann dann in Ruhe gucken, ob man beispielsweise als Grundschullehrer, Grundschullehrerin geeignet ist, ob die Theaterluft, von der man immer geträumt hat, auch wirklich die richtige Zusammensetzung hat, dass man sich da beruflich wohlfühlt und so weiter und so weiter. Also erstmal gibt es die Unterscheidung, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, zwischen dem FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, und dem BFD, das heißt dem Bundesfreiwilligendienst. Die Zusammensetzung ist ungefähr 1 zu 10 bzw. 1 zu 9. Das heißt, wir haben ca. so 30 bis 60 BFDler und der Rest sind FSJler. Das macht eigentlich nur den Unterschied, dass die von der BAFZA, also von dem Bundesamt für zivildienstliche Aufgaben, angestellt sind. Also eigentlich ist das nur ein Unterschied in der Administration. Das hat auf das Freiwillige Soziale Jahr oder den Freiwilligendienst in der Kultur hat das überhaupt keine Auswirkungen. Vergünstigungen gibt es insofern, als dass jungen Menschen, die einen Freiwilligendienst machen, die gleichen Vergünstigungen zustehen wie allen anderen auch, die noch wenig oder gar kein Geld verdienen. Ihr bekommt ja nur ein Taschengeld, das heißt, ihr bekommt auch keinen Arbeitslohn, sondern quasi so einen monatlichen Unkostenbeitrag oder eine monatliche Anerkennung. Und deswegen seid ihr berechtigt, ermäßigte Eintrittspreise, Karten, Tickets aller Art zu bekommen. Das heißt, ihr bekommt einen Freiwilligenausweis zu Beginn eures FSJ und mit diesem Freiwilligen Ausweis seid ihr berechtigt, die ermäßigten Preise in Museen, in Kinos, in Schwimmbädern, in allen möglichen öffentlichen Institutionen wahrzunehmen. Und es wird auch daran gearbeitet, schon länger politisch, dass ihr ein verbilligtes NRW-Ticket bekommt. Das ist aber politisch noch nicht ganz durchgekommen. Das sind so die Hauptvergünstigungen. Dann noch eine Sache, weil ihr so wenig Geld verdient, seid ihr auch in dieser Zeit wohngeldberechtigt. Das Wohngeld könnt ihr, wenn ihr jetzt ausgezogen seid und in eine, quasi eure erste kleine Wohnung gezogen habt, könnt ihr dafür Wohngeld bekommen. Das müsst ihr bei den jeweiligen Kommunen, also in der Kommune, in der ihr euch angesiedelt habt, müsst ihr das beantragen. Und das Dritte ist, ihr seid auch in dieser Zeit, weil ihr angestellt seid und weil zum ersten Mal wahrscheinlich Arbeitslosenversicherung für euch abgeführt wird, seid ihr ALG 1, nach einem Jahr ALG 1 und während der Freiwilligendienste ALG 2 bezugsberechtigt. Es gibt eine bundesweite Seite von unserer Bundesvereinigung, von der BKJEC, von der BKJ. Die heißt, soweit ich weiß, anmeldenfreiwilligendienste.de. Und da habt ihr im Prinzip so eine Art Google für Freiwilligendienste in der Kultur stellen. Und da wird zu jedem neuen Jahrgang, das ist so um den Jahreswechsel herum, Dezember, Januar, wird der neue Jahrgang, der im 1. August eines jeden Jahres beginnt, wird dort eingestellt und da kann man dann relativ komfortabel suchen, zeigt mir doch mal alle Theaterstellen im Umkreis dieser Postleitzahl und kann sich da auf Stellen hin bewerben. Das heißt, das ist wirklich so eine kurze Online-Anmeldung und dann kann man anklicken, auf welche Stellen man sich bewerben möchte. Wenn man da Interesse bezeugt hat und sich für eine Stelle interessiert und das angeklickt hat, dann wird man zu einem Gespräch eingeladen. Das läuft entweder persönlich oder halt neuerdings halt auch sehr gerne über Videokonferenz. Und dann stellt sich in dem Gespräch raus, ja, wir passen zusammen, wir möchten das ein Jahr lang miteinander probieren. Oder es stellt sich raus, nee, das ist doch nicht so das Richtige für mich, ich bewerbe mich lieber auf eine andere Stelle.
Sobald diese Passung gefunden wurde, wird in dem System eine Zusage erzeugt und dann nimmt die administrative Part dann seinen Lauf. Ne? Dann folgen Versicherungsanmeldungen und so weiter und so weiter. Das macht dann alles unsere Verwaltung. Die Funktion der Seminare ist, die Bildungstage abzudecken. Das heißt, in diesen Freiwilligendiensten ist es gesetzlich vorgesehen, dass es Bildungstage gibt, und zwar natürlich im FSJ Kultur, kulturelle Bildungstage. Das heißt, es ist integraler Bestandteil dieses FSJ Kultur und Bildung, nicht nur Berufsvorbereitung und Arbeitsvorbereitung in Kulturinstitutionen zu bekommen, sondern der Bildungsanteil steht auch im Vordergrund. Und da geht es darum, so viele kulturelle Angebote, wie es nur eben geht, im Rahmen der eigenen individuellen persönlichen Entwicklung mitzunehmen in diesem Jahr. Und das ist das, was wir für euch organisieren. Und dafür sind die Seminare da, weil die intensivste Form des Lernens ist immer noch, wenn man aus seiner Arbeitswelt heraustritt, aus seinem Zuhause heraustritt, sich irgendwo mit einer Lerngruppe trifft und da wirklich Tag und Nacht zusammen intensiv an einem Thema eine Woche lang arbeiten kann oder halt auch an mehreren Themen, je nachdem. Da gibt es eigentlich nicht viele Voraussetzungen, das heißt eigentlich so gut wie keine Voraussetzungen. Ne? Das hängt natürlich sehr von der Stelle ab, aber die Freiwilligendienste sind explizit so inklusiv es irgendwie nur geht und wir versuchen auf alle möglichen Arten von eventuellen Einschränkungen, so gut es geht, Rücksicht zu nehmen. Es gibt natürlich so sachimmanente Zwänge. Ne? Das heißt, wenn jemand sich jetzt in einem Jazzclub bewirbt und möchte da Bühnenarbeit kennenlernen, dann ist das natürlich ein bisschen ungünstig, wenn er sagt, ja, ich kann aber abends und am Wochenende, also wenn Jazzkonzerte sind, da kann ich leider nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Also das ist so ein sachimmanenter Zwang, da kann man quasi nicht den Jazzclub und die abendlichen Konzerte auf diese Einschränkung anpassen, sondern das muss schon andersrum gehen. Aber das sind eigentlich so die einzigen Einschränkungen, die passieren können. Es gibt keine Voraussetzungen, was den Bildungsstand und so weiter betrifft. Ja, aus der Erfahrung heraus, also erstmal ganz persönlich, zu meiner Zeit gab es die Freiwilligendienste leider noch nicht und wir machen halt wirklich, wir arbeiten auf den Seminarwochen mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen und die machen furchtbar interessante Sachen, wie ich finde. Das heißt, man kann Drehbuch lernen, Filmschnitt lernen, man kann lernen kreatives Schreiben, wie man einen Roman beginnt, man kann Theater spielen lernen und so weiter und so weiter. Und ich will auf jeden Fall noch sagen, bitte macht das und nehmt so viel Kunst und Kultur mit in dem Jahr, wie ihr nur könnt. Weil das ist eine Gelegenheit, die kommt nicht so schnell wieder. Ne? Wenn man das so anders machen möchte, dann ist das wesentlich mehr Aufwand und das kostet auch richtig viel Geld. Und so hat man das wirklich alles kompakt in einem Jahr und das ist auf gar keinen Fall ein verschenktes Jahr, weil in dem Jahr bekommt man sehr viele Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln und eventuell in einen interessanten Beruf reinzuschnuppern. Gut, danke Bernd für deine Antworten und deine Zeit. Dann machen wir weiter mit unseren eigenen Fragen zu unseren einzelnen Einrichtungen und unseren Erfahrungen und Eindrücken. Wer möchte anfangen? Mit der ersten Frage. Cool. Gibt es eine nicht? Okay, gestaltet ihr auch eigene Projekte? Also ich in der Stadtbibliothek gestalte auf jeden Fall eigene Projekte, beziehungsweise helfe auf jeden Fall und organisiere auf jeden Fall mit. Wir müssen ja auch beim FSJ ein eigenes Projekt gestalten. Das mache ich mit Elisa zusammen. Genau, also man gestaltet auf jeden Fall eigene Projekte und hat da auch echt viele Freiheiten, also ich persönlich. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Gerade, wie gesagt, wir sind hier in der Theaterpädagogik und da bietet es sich einfach nur an. Und unsere Chefin hat uns dann zum Beispiel auch ein Theaterprojekt der KTG geschickt, wo wir eben, ja, ich meine sogar wirklich in der Theater AG der Richtig, KTG, ja. quasi selber ein Projekt führen dürfen, wo wir uns selber dazu entscheiden konnten, entwickeln wir ein Stück, machen wir einen Film draus, aber wir haben dafür eine komplette Handlung geschrieben mit den Kindern zusammen. Und in Ergänzung leiten wir oft auch Workshops selbstständig oder führen Theaterproben selbstständig, wenn unsere Theaterpädagogin mal keine Zeit hat. Das heißt, wir haben viel, eine große Eigenständigkeit auch bei uns, was viel Spaß macht. Okay, wer möchte die nächste Frage? Kann ich machen. Yes. Die nächste Frage ist, wie bist du oder wie seid ihr auf eure FSJ-BFD-Stelle gekommen? Bei mir war das so, dass ich bereits in der Grundschule auch schon Projekte mit der Theaterpädagogin hatte und dann, ja, das eben mehr wurden und dann hat man irgendwann mitbekommen, okay, da kann man auch noch einen Bundesfreiwilligendienst machen und dann habe ich mich eben darauf bewerben wollen. Bei mir war es ganz ähnlich und das Lustige ist, dass ich alle Buftis, die vor mir im Stadttheater, vor uns im Stadttheater waren, dass ich die alle kennengelernt habe und jedes Jahr mitverfolgt habe. Und irgendwann sind wir selber Nachfolger geworden, was ja was ganz lustig war. Ich habe mich erst nach der offiziellen Bewerbungszeit beworben, weil ich meine jetzige Mentorin bei einer Veranstaltung getroffen habe und sie hatte gefragt, ob noch jemand eine FSJ-Stelle sucht. Und weil ich noch nichts Richtiges anderes hatte, habe ich eben gesagt, hier. Und jetzt bin ich hier. Ja, ich wollte nicht direkt studieren und deswegen wusste ich schon relativ früh, dass ich ein FSJ machen möchte, weil ich nicht ins Ausland wollte oder so. Und ich habe dann einfach mich informiert im Internet und habe so ein bisschen nach Stellen gesucht, die um Geschichte gingen und so und bin dann über ein Bewerbungsportal auf verschiedene Stellen gestoßen und unter anderem auf meine jetzige. Und habe mich da dann beworben in der Bewerbungszeit. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wer möchte ziehen? Niemand, okay. So, die Wissenschaft für sich. Oh. Oh, gibt es Fähigkeiten, die man in der Einsatzstelle gut gebrauchen kann? Ich würde mal anfangen. Also bei mir in der Stadtbibliothek ist man halt auch an der Info zum Beispiel und begrüßt die Leute und muss ihnen helfen. Also man muss aufgeschlossen sein und man muss, würde ich sagen, gut mit Leuten reden können. Also einfach sehr offen sein. Kreativ vielleicht auch noch, wenn es um Projekte geht, die man gestaltet. Genau. Bei mir ist auf jeden Fall, also man hat viel mit Kindern zu tun, weil der Hauptteil in der Museumspädagogik liegt bei meiner Stelle und deswegen sollte man offen gegenüber Kindern sein und da vielleicht muss nicht direkt super viele Erfahrungen haben, aber zumindest vielleicht offen dem gegenüber sein, auch mit Kindern zu arbeiten, weil das macht man sehr viel, aber es macht auch viel Spaß. Bei uns sehr ähnlich, dass wir sehr viel mit Kindern, vor allem Theater spielen und Kindergruppen haben. Sonst würde ich sagen, braucht man bei uns eine große Flexibilität, was zum Beispiel die Zeit angeht. Da ist natürlich im Theater die Zeit immer davon abhängig, wie viel gerade los ist, was für Workshops sind, was für Theaterstücke sind, was für Aufführungen da sind. Und die Zeiten sich einfach ganz stark variieren und man einfach sehr flexibel auch herangehen können sollte. Ja, hast du andere Fähigkeiten, die man ergänzen könnte? Dann braucht man bestimmt noch andere. Also, ich würde sagen, das sind so die Fähigkeiten, die man auf jeden Fall haben sollte. Aber im Theater kann man quasi alles gut gebrauchen. Aber nichts ist wirklich eine Voraussetzung, weil von uns, ich sage mal, das gefordert wird, was wir auch umsetzen können und auch das, was wir noch nicht so gut umsetzen können. Aber helfen kann natürlich einfach allgemein natürlich Leidenschaft für Theater. Also das steht noch außer Frage. Und aber zum Beispiel auch so ein bisschen, wenn es zum Beispiel um die Flyer-Gestaltung geht für einzelne Veranstaltungen, so ein gewisses Auge für, ja, Mediendesign, kann man so sagen. Kreativität. Genau, und Kreativität. Also
Bei mir muss man jetzt nicht so viel mit Kindern machen. Wir haben einige Workshops und Angebote für Kinder und Jugendliche, vor allem Kulturrucksack-Angebote für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Und man kann natürlich hingehen und die begleiten und mal reinschauen, aber sonst irgendwie lernt man alles. Also die helfen einen und unterstützen und einem wird nichts aufgedrückt, was man nicht kann. Es gibt keine Strichliste am Anfang. Kannst du das, dann darfst du dich bewerben. Kannst du das nicht, dann nicht. Das auf keinen Fall. Okay. Was gefällt dir am meisten an deinem FSJ-BFD? Kolleginnen, die sind super nett und es ist ein tolles Team, in dem ich arbeiten darf und es macht wirklich Spaß, wie die mich einbeziehen in die ganzen Projekte und wie ich in alle Bereiche mal so reinschnuppern kann und ja. Dass bei uns ja vor allem darum geht, anderen Menschen Theaterspielen näher zu bringen im Bereich Theaterpädagogik, auch ganz viele Menschen, die vorher noch nicht viel Kontakt zu Theater hatten, es ist ein total schöner Prozess, wenn man Gruppen hat, wo Menschen sich vielleicht selbst ganz neu entdecken, egal ob Kinder oder auch vielleicht auch Erwachsene, die noch nie Theater gespielt haben, mit denen wir dann Workshops machen, die sich dann ganz neu selber entdecken und plötzlich eine Leidenschaft entdecken oder ein Talent in sich, was sie vorher nicht geahnt haben, sie bei dem Prozess zu begleiten macht, das ist echt schön. Beziehungsweise auch in Gruppen sich stärken zu sehen durch Theaterspielen und damit einfach einen Bereich zu vermitteln, der, glaube ich, im Leben echt schön sein kann. In dem andere Menschen vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben. Ja, eben ergänzend dazu, was ich auch immer wieder erlebt habe, ist, dass Leute halt gesagt haben, sobald man das unterscheiden kann, was man auf der Bühne ist, also dass man eben nicht man selbst ist, aber trotzdem eine Form von sich selbst, dass es Leuten geholfen hat, einfach irgendwie so viel Selbstbewusstsein zu gewinnen, nur damit auf einer Bühne zu stehen und sich selber auszuprobieren, ohne den Druck oder ohne gesellschaftlichen Druck das Gefühl zu haben, irgendwas könnte negativ aufgefasst werden von anderen Leuten. Und das ist echt richtig schön. Ja, dann nächste Frage. Dankeschön. Was sind deine alltäglichen Aufgaben? Ich möchte anfangen. Ich würde mal anfangen, also in der Bibliothek, klischeehaft, man muss Bücher einstellen morgens. Also man kriegt ich persönlich oder als FSJ, dann kriegt man seinen eigenen Bereich, den man einstellen muss. Der wechselt auch pro Monat. Das heißt, morgens stellt man erstmal die zurückgegebenen Bücher ein. Dann hat man sehr oft Besprechungen, auch online, wo man halt Projekte plant oder andere Dinge plant. Ist man auch noch unten eingesetzt. Das heißt, man ist in Kontakt mit Leuten und ja, ich weiß nicht, man durchläuft einfach den typischen Bibliotheksalltag. Also man ist überall dabei, was auf jeden Fall sehr cool ist. Genau. Ja, mache ich mal weiter. Also wie schon gesagt, also mein Alltag besteht vor allem aus Programmen, die meistens entweder vormittags irgendwie 1 bis 2 oder nachmittags dann nochmal einer irgendwie eine AG oder so ist. Und das ist nicht nur im Museum, sondern da muss ich manchmal auch zu Schulen fahren oder so. Genau. Und sonst mache ich viel Verwaltung, also irgendwelche Texte schreiben, Social Media, sowas. Ich finde es recht spannend, weil es im Theater mit Alltag so ein wenig, ich sage mal, anders aussieht. Denn geregelte Wochen haben wir nicht wirklich, jedenfalls nicht Wochen, die sich wirklich wiederholen. Es gibt 2-3 wöchentliche Termine, die eigentlich auch wirklich jede Woche anstehen. Aber ansonsten ist dann über 3 Wochen mal dieses Projekt, dann ist eine Woche lang wirklich mal nur das eine Projekt. Und es gibt eigentlich keine wirklichen Aufgaben, die wirklich alltäglich sind, würde ich sagen. Also es gibt Aufgaben, die eben immer wieder kommen und für die gleichen für andere Projekte auch eigentlich immer das Gleiche sind, aber das sind halt keine so richtig alltäglichen Aufgaben. Vielleicht kann man mal so die
Man kann die Projekte vielleicht mal ein bisschen aufzählen, die wir so machen. Also es sind natürlich Theaterworkshops, die wir geben. Wir studieren Theaterstücke ein mit Gruppen von klein bis groß, wo wir Stücke selber schreiben auch oder fertige Stücke auffinden oder verändern. Dann geben wir Teambuilding-Workshops, richtig Streiten-Workshops, Bewerbungstrainings geben wir. Sonst ist es Büroarbeit auch, wo wir Theaterstücke vorbereiten, Theaterstücke schreiben. Im Ganzen, weil das Theaterteam sehr klein ist, ist es bei uns so, dass sich alle im Team irgendwie gegenseitig auch unter die Arme greifen. Das heißt, wir lernen auch die Abläufe kennen, die nicht nur im theaterpädagogischen Bereich sind, sondern auch im technischen oder Verwaltungsbereich. Das heißt, bei uns ist es echt ganz bunt. Bei mir ist es sehr viel Verwaltung im Großteil und ich habe aber auch Abwechslung durch Projekte, die ich begleiten darf. Es wird nie langweilig. Ich habe ständig neue Aufgaben, wo ich mit irgendwelchen Leuten telefonieren muss oder neue Leute kennenlerne. Sonst, was meine festen Aufgaben sind, ist der Plakatservice, den wir für Kulturschaffende anbieten, wo die dann uns ihre Plakate hinbringen und dann verschicken wir die mit der Post, zum Beispiel an die Stadtbibliothek oder ans Mindermuseum. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. würdet ihr euch jetzt immer noch für ein FSJ oder ein BFD entscheiden? Ich fange mal an. Ja, würde ich auf jeden Fall. Das ist bei mir wie bei Lotte. Ich wollte nicht studieren, also noch nicht. Und ich finde, das FSJ ist eine gute Möglichkeit, oder das BFD ist eine gute Möglichkeit, so die Zeit zu überbrücken und Erfahrung zu sammeln, gerade auch auf den Seminaren. Wir waren jetzt schon auf zwei und die waren, würde ich sagen, ganz cool auf jeden Fall. Genau, also ja, ich würde mich nochmal dafür entscheiden. Ich sehe das genauso. Ich wusste einfach noch gar nicht, was ich machen möchte. Und dieses FSJ hat mir bisher schon sehr viel über mich selbst gezeigt und ich habe schon sehr viel gelernt und ich würde das nicht eintauschen wollen. Also ich brauchte auch ganz dringend eine Pause vom Lernen und Prüfungen. Das habe ich total gemerkt am Ende, so im Abi und so. Und ja, mittlerweile fühle ich mich wieder bereit und habe das Gefühl, ich kann jetzt auch langsam wieder starten. Und ja, ich würde das nicht eintauschen wollen. Also ich finde, ein BFD bzw. ein FSJ ist halt eine sehr gute Möglichkeit, ein Jahr, ich sage mal, Pause zu machen, ohne wirklich Pause zu machen. Also man arbeitet schon, aber es ist noch nicht das Gleiche, als würde man jetzt in eine feste Ausbildung oder ein Studium einsteigen. Und man kann sich aber trotzdem noch richtig gut orientieren. Also von daher, es zu starten ist, würde ich sagen, niemals eine schlechte Entscheidung. Es sei denn, man macht es nur mal so, mal eben gucken wir mal, was ich so machen will. Aber alleine sich eben selber zu orientieren und nicht ganz so eingebunden zu sein, wie es eben in der Berufsausbildung wäre, ist es eine Mega-Möglichkeit. Ich bin auch super froh, dass ich mich dafür entschieden habe, den BFD zu machen. Ich würde es auch wieder machen, weil ich nach der Schule genau das, was ich schon mein ganzes Leben irgendwie als Freizeitaktivität gemacht habe, plötzlich als ja, Vollzeitaktivität mache, plus kleines Taschengeld. Und außerdem, wir haben eben über die Fähigkeiten gesprochen, die man vielleicht brauchen könnte. Und ich muss sagen, dass ich einfach ganz viel gelernt habe, schon über mich auch, wie ihr es ja auch gesagt habt, dass ich mich in ganz vielen Bereichen weiterentwickelt habe. Sei es in der Rolle von Anleiten von Gruppen, Gruppen anzuleiten, dann eine Selbstsicherheit oder ein kreatives Auge für Theaterstücke inszenieren. Oder all die anderen Dinge, die damit zusammenhängen, dass ich da große Schritte schon für mich selbst auch gemacht habe, was mich sehr zufrieden macht. Ich kann euch da allen nur zustimmen. Ich würde mich auch wieder dafür entscheiden. Mir macht es sehr viel Spaß und
auch wenn es anstrengend ist, ist es auf jeden Fall die Erfahrung wert. Möchtest du weitermachen? Ja. Die nächste Frage ist, hat man auch die Gelegenheit, andere FSJlerInnen, BFDlerInnen in NRW kennenzulernen? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon über die Seminare gesprochen. Wir haben da 4, ich glaube, ihr habt 5. Ja. Ja. genau. Und ja, allein über die Seminare lernt man schon einige kennen. Wir sind bei uns in der Seminargruppe knapp 40 Leute. Also das sind schon einige hier so, vor allem aus OWL und so aus der Gegend. Und dann müssen wir auch noch 3 freie Bildungstage machen, die von unserem Träger angeboten werden. Zum Beispiel kann man da Schafe hüten oder irgendwie einen Fotografiekurs belegen oder ganz verschiedene Sachen machen. Und da lernt man dann nochmal einige andere Freiwillige aus NRW kennen. Bei uns ist es genauso, dass man über die Seminare in Kontakt mit echt vielen anderen Bundesfreiwilligendienstleistenden gekommen ist. Ich glaube, in den Seminaren sind es auch mal so an die 100 oder ein bisschen mehr sogar, mehr vielleicht. Und wir hatten das jetzt 3 Seminare, stand jetzt, wo das Video aufgenommen wird. Und es war so bei mir zumindest, dass ich bei jedem Seminar, was eine Woche geht, bis, ich glaube, 3 Uhr nachts wach geblieben bin immer, weil wir so einen guten Kontakt zusammen hatten. Es ist so spannend, weil in den Austausch zu kommen mit all den anderen Buftis, was ganz viel Spaß gemacht hat. Und auch zu sehen, in was für ganz verschiedenen Bereichen man so diesen Dienst leisten kann. Von Adlerwarte bis zu Theater ist halt ganz viel verschieden. Welches Projekt hat dir bisher besonders Spaß gemacht? Das steht hier so drauf. Welches Projekt? Wer möchte dazu was sagen? Ich finde, wir können mal richtig messy sein. Und selber anfangen? Ja. Würdest du sagen? Nein. Gut, lass nicht überlegen. Welches Projekt hat mir besonders viel Spaß gemacht? Ich glaube, einmal im Jahr haben wir eine Projektwoche in Espelkamp, wo wir mit angehenden Erziehenden eine Woche lang Theater spielen und Theaterworkshops machen und die ganzen Facetten von Theater näher bringen. Und da hatten wir eine ganz spannende Gruppe von Erzieherinnen von, glaube ich, 20 bis Anfang 40. Und das hat riesen Spaß gemacht. Niemand von denen hat vorher, glaube ich, auf einer Bühne gestanden. Und es war super schön zu sehen, wie die Personen sich entfaltet haben und plötzlich das stillste Wasser plötzlich da aufgeblüht ist und riesen Spaß am Theater hatte. Wir hatten, glaube ich, nie so viel gelacht in einer Woche wie in dieser Woche. Und ja, das würde ich, glaube ich, mit als das schönste Projekt bezeichnen bisher. Ich würde mal weitermachen. Bei mir ist es die Community LAN, die wir letztes Jahr im November gemacht haben. Das ist einfach das Angebot für Kinder ab 12 Jahren bis 27, dass man, also wir bieten dann Technik an, zum Beispiel Nintendo Switch, VR-Brille und so, dass die einfach spielen können, also zocken können. Es gibt Essen und Getränke, alles kostenlos. Und das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, weil man halt, also man organisiert das ja, das ist auch anstrengend, aber wenn man dann das durchführt, macht es halt einfach ultra Spaß, weil man das alles organisiert hat und man dann sieht, dass die Arbeit sich ausgezahlt hat sozusagen. Genau. Also ich habe jetzt nicht wirklich ein Lieblingsprojekt bisher, was immer sehr viel Spaß macht und wo die Kinder immer sehr viel Spaß dran haben, ist, wir machen eine AG oder mehrere AGs und da gibt es ein Programm, wo wir Steinzeitschmuck basteln und da können die Kinder dann so einen Stein so feilen in so eine Form und dann wird er poliert und dann nimmt er so eine Farbe an und das finden die immer ganz toll und da haben die immer sehr viel Spaß dran und das ist eigentlich immer sehr schön, weil eigentlich alle Kinder daran immer sehr viel Spaß haben und das schön mit anzusehen ist, wenn die dann sich über ihren Schmuck freuen und dann glücklich wieder aus der AG rausgehen. Kommt zur nächsten Frage. Wer möchte sie stellen? Ich. Oh. Da. Kannst du dir vorstellen, deinen FSJ-BFD-Job auch in Zukunft als Beruf auszuführen? Also,
ich sage mal indirekt. Ist zwar eine komische Antwort auf so eine Frage, aber also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall mit in die Richtung gehen. Ob ich jetzt genau Theaterpädagogik, ob ich jetzt genau Theaterpädagogik so machen möchte, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube so direkt erstmal nicht. Aber allein Schauspiel oder Musical, irgendwas in der Richtung wäre halt mega. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur Theater, sondern es ist ja auch Theaterpädagogik. Das heißt, selbst wenn ich mich noch komplett umorientieren sollte, würde ich sagen, kann man das Buffdi indirekt als weitere Ausführung für den Beruf sehen. Mein Wunsch ist auch schon lange, in den Schauspielbereich zu gehen. Ich wollte bevor ich mit Buffdi angefangen habe, hab ich mir auch immer Gedanken darüber gemacht, ob es nicht auch eine spannende Richtung wäre, in den theaterpädagogischen Bereich zu gehen. Das hat sich nicht geändert. Ich habe eher mehr Lust bekommen durch den Buffdi jetzt. Möchte aber Stand jetzt trotzdem lieber gerade erstmal noch selber auf der Bühne stehen, genau wie du auch erstmal. Aber ich muss sagen, ich habe deutlich mehr Lust darauf bekommen und kann es mir schon vorstellen. Also wenn ich irgendwann als gestrandeter Schauspieler am Straßenrand sitze, vielleicht sage ich dann doch ja. Also ich möchte auf jeden Fall nicht in den Bereich gehen. Das hat eher was damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Sicherheit braucht und der museumskulturgeschichtliche Bereich einfach super unsicher ist. Das macht mir super viel Spaß, mein Job, aber ich werde was anderes machen erstmal und aber das muss jeder für sich selbst wissen, wie er das ausleben möchte und ich kann die mit dieser Unsicherheit nicht so gut umgehen, deswegen. Ja. Ja, gibt's noch eine Frage? Eine noch. Letzte Frage. Ich hab's gehört. Gibt es auch Herausforderungen beim FSJ bzw. BFD, mit denen du nicht gerechnet hast? Ich formuliere die Frage mal so ein bisschen für mich um. Es gibt Herausforderungen, mit denen ich gerechnet habe, vor allem das Telefonieren mit fremden Menschen und E-Mails schreiben. Und das war auch am Anfang eine ziemlich große Herausforderung, aber mittlerweile klappt das relativ gut und das ist sehr schön zu sehen, wie man so mit seinen Problemen wächst und lernt, dass die Sachen einem einfacher fallen. Ich habe ganz fest damit gerechnet, ich kann eigentlich nicht gut vor Menschen reden, also vor Gruppen. Und ich habe immer damit gerechnet, dass es eine Katastrophe wird, vor den Gruppen zu sprechen und irgendwie Führungen zu machen oder so. Aber ich habe irgendwie festgestellt, dass ich vor Kindern vor allem ganz anders ticke und viel weniger nervös bin. Und das war auch spannend zu sehen. Also ich bin da mit ganz anderen Erwartungen reingegangen. Das war eine Herausforderung, die ich mir eigentlich gedacht habe oder vorgestellt habe, die ich haben würde, aber hat sich nicht bewahrheitet. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass du gesagt hast, du würdest die Frage ein bisschen umformulieren, denn wirklich Herausforderungen, mit denen man nicht gerechnet hat, gab es nicht wirklich. Wir haben eben über eine Geschichte gesprochen und das war die verspätete Öffnung des Theaters. Also, dass wir eben länger in einem Büro saßen, als es eben anfänglich angedacht war und dadurch fehlt einem im Moment eben noch so dieses richtige Theaterfeeling. Weil das Theaterstand jetzt noch umgebaut wird, das kann man noch dazu sagen. Achso, okay, fair point. aber ansonsten, die weiteren Herausforderungen waren eigentlich angekündigt, also sehr flexible Arbeitszeiten manchmal und eigentlich im Prinzip alles ist eine große Überraschung gefühlt manchmal, in manchen Wochen. Ich wollte noch was zum Umbau sagen, weil wir da gar nicht drauf eingegangen sind. Wir haben auch über die Tätigkeiten gesprochen, eine Tätigkeit, die wir eigentlich gehabt hätten noch, wenn das Theater... Also die wir im Theater wieder haben werden, wenn es wieder offen ist, so kann man es sagen, sind die Theaterführungen.
Da ist eine Herausforderung vielleicht, erstmal sich auch mit Geduld zu schüren, dass wir fürs Theater arbeiten, wo aber gar nicht im Theater arbeiten. Aber das wird sehr bald wieder der Fall sein, dass wir noch Theaterführungen machen werden. Das ist eine Aufgabe von uns Buffdies. Und fürs nächste Jahr wird es wieder keine zwei Plätze geben in der Theaterpädagogik, sondern der andere Platz geht wieder dann für die Technik. Das heißt, es gibt einen Buffdie-Platz in der Technik. Genau. Das sind aber eigentlich keine schönen Schlussworte, Jens. Nee, so möchte eigentlich noch jemand was sagen zu der Frage? Ich glaube, wir haben alle schon was gesagt. Sollen wir dann Schlussworte finden jetzt, die wir... Ich glaube, das kann man gut machen. Möchte jemand von euch Schlussworte formulieren? Oder soll ich das als Moderator? Das ist so gut gemacht als Moderator. Gut. Dann haben wir alle Fragen abgearbeitet, um euch vielleicht einen kleinen Eindruck zu geben über unsere Erfahrungen, über das, was wir bisher nach einem halben Jahr Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales Jahr so erlebt haben. Wir hoffen, ihr habt einen Eindruck bekommen, einen besseren Eindruck als vorher oder einen Eindruck über etwas, was ihr vielleicht vorher nicht wusstet und habt vielleicht jetzt selber Lust, es nach der Schule in die Richtung zu gehen, ein FSJ oder ein Bufdi zu machen. Wenn das so ist, dann wisst ihr jetzt, an welche Stellen ihr euch wenden könnt, an diese vier Kulturinstitute. Und über welche Portale kann man sich sonst noch informieren? Über FSJ-Stellen oder Steht alles auf dem Flyer. Und bei weiteren Fragen, ich glaube, alle Kulturinstitute haben auch Instagram-Kanäle, wo man sich sicherlich mitunter auch nochmal mit Fragen an die Leute wenden könnte. Oder Webseiten. E-Mails. Einfach E-Mails schreiben. Oder anrufen. Wir können telefonieren. Ja, oder? Noch was sagen? Danke fürs Zuschauen. Das war gleich mal bis bald. Tschüss.